Hey, what's up? I'm Liv. I'm Mim. We're Nervo, and you're watching Freakish. Freakish. Wir sind heute in Zürich im Kaufleuten und machen natürlich nicht nur Party. Nein, wir haben natürlich auch wieder mal ein ganz cooles Interview für euch, nämlich mit zwei DJs, die nicht nur Hammer aussehen, sondern auch noch gleich aussehen. Ja, wer könnte es sein? Bei usgang.ch findet jedes Party Animal sein perfektes Jagdgebiet. Egal ob in den großen Clubs oder in den kleinsten Kellern, jeder Event ist auf dieser Plattform zu finden. Nun feiert usgang.ch selbst. Und zwar Geburtstag. Wir sind mit euch dabei. Wie findet ihr den Abend heute? Geil! Super! Sehr gut! Für wer seid ihr heute hier? Nervo! Nervo Nation! Frau habe ich hier neben mir. Wie findest du den Abend heute? Tipptopp. Auf was freust du dich am meisten? Auf Nervo. Auf Nervo. Ja, hallo. Zwei schöne Frauen, Zwillinge. Ja. Traum von jedem Mann, hä? Jawohl. Also heute wird 15 Jahre Ausgang.ch gefeiert. Natürlich hat auch die Musik einen großen Einfluss drauf. Aber auch wir haben tolle Musik. Deshalb ab zum Soundcheck, presented by Mobile Phone. The Avenir und Kim Churchill, You're My Window to the Sky. Der französische DJ und Produzent The Avenir bereichert uns diesen Herbst mit einem harmonischen Song, dessen Beat nichts zu wünschen übrig lässt. Dazu noch die berührende Stimme von Kim Churchill und die Blätter können fallen. Hammermäßig aufgelegt. Was verbindet dich mit usgang.ch? Ja, ich arbeite für die Plattform seit fast 7 Jahren. Ich betreue die ganzen Clubs und Veranstalter in der ganzen Schweiz. Und es ist eine alte Liebe. Ich kenne usgang.ch seit seiner Entstehungszeit und habe sie immer supportet und verdiene mittlerweile auch meine Brötchen damit. Sie sind erfolgreich, intelligent und äußerst hübsch. Die Nervo-Zwillinge Miriam und Olivia. Für uns rücken die beiden DJs auf dem Sofa zusammen und verzaubern mit ihrer Sympathie. It's a pleasure to sit with you beautiful ladies here. Thank you. Your job is a dream job. You travel across the world. Which was your last destination before you come to Switzerland? We were in Amsterdam about an hour and a half ago. Oh, and then about 4 hours before that, we were in Barcelona. Yeah, true. So we've been in 3 different countries today. So you're sleepless? No, we just, we had a little bit of sleep last night. But yeah. Weekends are like that. We're used to it. We sleep on Mondays. So much fans. So do you see something that you're a role model for your fans, and what advice or what message you will give also to them? Well, we definitely think we have the most passionate, gorgeous and beautiful fans. Yeah, we really do. If we can be a role model, great. I don't think they should really take notes on everything we do. No smoking. No smoking. Don't party too much. Study really hard. Yeah. But still, it's fun. You know, we're lucky we get to do what we love. And yeah, we're lucky that, you know, music touches people. Yeah, it's amazing what you've done. You're so young and you write songs for names like Pussycat Dolls, Kesha, Chagri, and more. And you're also successful as musicians, producers, DJs, models. So, so much. And it's that you're... you have reached all your
mingles, or have you other things? So also private maybe? I think we have, we do have these goals that we set ourselves, don't we? What's our next goal? Our next, well, I don't want to say our next goal on camera. Australia thing besides eating Vegemite or Vegemite. Yeah. I love Vegemite. I hate Vegemite. I can't. I love it. Yeah. I can't even smell Vegemite, but she loves it. I could eat it for breakfast, lunch and dinner for 2 days. We have a lot of barbecues. So Aussies are famous for barbecues. What else are we famous for? We're famous for drinking, I guess. Yeah, famous drinking for beer. Going to the beach. Yeah. But the food scene, the coffee scene is incredible in Australia. Nicht nur heiße Partys, sondern auch heiße Cars gibt's heute. An der Auto Zürich haben wir die neuesten Modelle im Close-Up für euch. Also so ein Treffen mit so Megastars ist ja nichts Alltägliches. Deshalb sage ich jetzt, wir gehen gleich mal zum Special der Woche. Auto Zürich und zum 29. Mal findet die Ausstellung statt und ich habe es mir hier schon bequem gemacht in einem Fiat Cinquecento. Man muss sagen, niegelnagelneu, echt toll. Die Farben, alles ist einfach perfekt. Aber ich bin natürlich gespannt, welche neue Modelle sonst so auf den Markt kommen werden und deshalb schauen wir uns gleich mal rum. Ist jetzt das Jahr oder auch für nächstes Jahr besonders modern und in? Also du hast schon einen roten. Ich habe einen roten, was sehr cool ist. Ist wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich das rote Auto so cool finde. Aber jetzt wirklich, ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Aber was ich mega der Hammer finde, ist das da hinten. Das ist wirklich so Anthrazit, aber matt und mit so einem roten Streif. Ah, das sieht der Hammer aus. Könntest du designen, wie müsste es aussehen und welche Farbe müsste es haben? Wie müsste es aussehen? Also mein Traumauto ist eigentlich ein Ferrari. Von dem her so in die, ich habe mir gerade vorher eins gekauft. Ah, okay, ja, das ist gut. Kann ich mal mitfahren? Oder? Ist gut. Was ist denn das, bitte schön? Ja, ich würde sagen, wir sind am Schluss von der Sendung angekommen. Auf jeden Fall von meinem Teil, weil ich habe mein Pferd gefunden und ich werde jetzt nach Hause reiten. Und euch, ja, gute Zeit. Also ich finde, zu einer guten Party gehören die richtigen Drinks dazu und vielleicht noch was Süßes. Finde ich auch. Und besonders unsere Party-Tipps. Also, zum Wohl. Am Samstag, 21. November, wird der Schönling aller männlichen Topmodels im Zürcher Club Alice Chu auflegen, Willy Monfray. Der Beau ist bekannt aus diversen Videoclips, wie zum Beispiel aus Right Through Me von Nicki Minaj. Unterstützt wird er an diesem Abend vom Alice Chu Resident Dave Lewis und dem Finest House Duo Lynn Stoner und Janice. Er spielt eine große Rolle in der House-Music-Welt und bringt nun den Tessiner Club Vanilla zum Beben. Die Rede ist von Solomon, dessen Stil Deepness mit Funk und Vocals vermischt wird. Seid am 21. November dabei, wenn das Vanilla zum Schmelzen gebracht wird. In Johannesburg und in Kapstadt im Süden Afrikas findet vom 26. bis zum 28. Februar 2016 das Ultra Music Festival statt. Die beiden Headliner Skrillex und Zedd sind absolute Weltstars der elektronischen Musikszene. Erste Tickets sind bereits erhältlich. Auch im Club gibt es solche gemütliche Sessel wie im Kino. Jetzt fällt nur noch eine Schüssel Popcorn und der Kinotipp. Hallo, mein Name ist Bauer. Alice Bauer.
und ich habe heute eine Mission. Nämlich euch durch den Kinotipp zu begleiten. Was haben Sie da gemacht? Mexico City. Was haben Sie da gemacht? Es ist soweit. Der neue James Bond Spectre 007 läuft in den Kinos und ist wohl der teuerste Kammerspiel der Welt. Zum vierten Mal ist Daniel Craig im Auftrag Eurer Majestät unterwegs. Als er eine kryptische Nachricht aus seiner Vergangenheit erhält, geht er der Nachrichtsquelle nach und stößt auf eine düstere Organisation namens Spectre. Atemberaubend, nicht wahr? Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Hat ein paar nette Tricks auf Lager. Tun Sie noch eins für mich. An was genau denken Sie? Lassen Sie mich verschwinden. Christoph Waltz, Monica Bellucci, Naomi Harris und weitere Top-Schauspieler sind im Star-Ensemble vertreten. Und weiter möchte ich gar nichts verraten, denn ein guter Agent ist geheimnisvoll. Bis zum nächsten Mal. Der Urheber all deiner Schmerzen. Party. Also, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal.